So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, wie ihr zu einer Joomla Extension kommen könnt. Als erstes Mal darf ich mich kurz vorstellen. Ich bin Christiane Meyer-Statter und wie ihr seht, ein älteres Semester. Ich habe vor vielen Jahren Informatik studiert und dann ungefähr 30 Jahre lang als Softwareprojektleiter gearbeitet, aber selbst nicht aktiv programmiert. Vor 10 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin wie so viele andere über meine Vereinsseite zu Joomla gekommen. Dort habe ich mich dann mit der Programmierung beschäftigt und zum ersten Mal selbst aktiv programmiert. Ich musste alles praktisch von Grund auf neu lernen und habe dabei sehr viel Unterstützung von der Community erfahren. Einer der Kollegen hat mir dann das Wort gesagt, Code ist Poesie. Und das hat für mich die ganze Entwicklung auf eine emotionale Ebene gehoben, dass mir das richtig ein Leitstern geworden ist. Ich habe meinen Vortrag für eine Zielgruppe gemacht. Und ich sehe einige von euch, die nicht mehr so wirklich in diese Zielgruppe passen. Ich richte mich eigentlich an Leute wie mich, die Quereinsteiger sind, die vielleicht mit der Entwicklung anfangen wollen und noch nie programmiert haben, die vielleicht früher mal irgendwas anders programmiert haben, C++ oder sonst was. Ich habe nicht vergessen, wie es war, als ich mit Joomla angefangen habe. Und daher aus der Erfahrung heraus möchte ich euch jetzt meinen Weg zu einer Extension zeigen. Joomla ist ja an sich ein komplettes, kompaktes, vollständiges System. Man kann es benutzen, ohne irgendwas zu programmieren, ohne irgendwelche Programmiersprachen zu können. Aber so wie es reicht, um ein perfektes Haus zu bauen, so hat man dann vielleicht doch irgendwann den Wunsch, was Individuelles zu machen. Hier einen Erker dran, hier ein paar Fenster versetzt. Und schon ist der Weg zu einer Extension frei. Jetzt kann man natürlich aus dem Joomla Extension Directory gute Extensions entnehmen. Aber selbst ist die Frau und es macht einfach Spaß, eigenes zu entwickeln. So, jetzt gibt es ganz verschiedene Extensions. Wir haben Module, wir haben Ad-Hoc-Skripte vielleicht. Ich möchte nur Daten aus einem System in ein anderes schnell übertragen. Wir haben Fields, Overrides, alles Mögliche. Und die Anforderungen an die Programmierkenntnisse sind ganz unterschiedlich. Overrides verlangen bisschen Basiswissen in PHP, komplizierte Komponenten, Systemscripts, Systemplugins verlangen ganz andere Kenntnisse. Wir haben aber ein Ziel, alle. Und das heißt, wir wollen eine Extension, die sicher ist. Das ist mal ganz, ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste. Robust, stabil. Das setzen wir einfach voraus. Und mein persönliches Anliegen ist eben, dass sie auch schön sind, die Komponenten. ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Und von dieser Vielzahl von Begriffen, die mir plötzlich entgegengekommen sind, einfach erschlagen war. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier stehe, weil ich einfach zeigen möchte, verhinderte Lehrerin, die ich bin, wie man schrittweise durch diesen Dschungel durchkommt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme euch jetzt an der Hand und wir machen das Schritt für Schritt, denn ihr kommt aus ganz verschiedenen Richtungen. Der eine kommt von Windows, der andere hat Linux, der dritte hat noch nie programmiert, der vierte, das sehe ich auch gerade, jemand sitzt mitten in der Mitte schon und kennt alles. Es gibt keinen idealen Weg. Ich kann nur erzählen, wie ich angekommen bin.
Und bei dieser Wanderung setze ich mal jetzt einfach voraus, dass eine gewisse Basis schon da ist. Das heißt, es muss die Bereitschaft da sein, sich zu engagieren und sich auf dieses sichere Codieren einzulassen. Ich erwarte auch, dass schon eine Softwareausstattung da ist. Also wer sich mit dem Gedanken trägt, Extension zu entwickeln, hat gewöhnlich auch einen lokalen Server installiert oder eine lokale Installation installiert. Fast jeder, nehme ich an, hat auch einen HTML-Editor. Es gibt dabei keinerlei Vorschriften, welcher Editor zu benutzen ist. Wenn ihr danach googelt, werdet ihr erschlagen. Und jeder sucht sich aus, was er möchte. Ich denke, dass Notepad++ also ein de facto Standard für PHP-User ist. Ich habe auch dieses Sublime-Text ausprobiert, das gefällt mir auch gut. Aber Vorschriften gibt es nicht. Nützlich ist es, wenn so ein HTML-Editor schon Code-Hervorhebung kann. Das probiert einfach jeder aus. Und ich erwarte auch, dass schon gewisse Grundkenntnisse da sind. Also über PHP, über objektorientierte Programmierung. Wer die Kenntnisse nicht hat, muss sich einfach ein paar schöne Tutorials raussuchen. Davon gibt es Tausende im Netz. Ich erwarte natürlich auch HTML und CSS-Kenntnisse. Das braucht man immer und egal wie einfach die Erweiterung ist für jedes Template Override, für jedes Custom Field, für alles. Die erste Frage, die sich jetzt derzeit die Leute stellen, die Extensions entwickeln wollen, ist, ob sie mit der Version 3.9 starten oder gleich 4 einsetzen. Meine Empfehlung ist, installiert euch beides lokal. Wenn ihr eine kleine Sache machen wollt, ein kleines Plugin, ein Modul, ein Ad-Hoc-Script, macht es mit der Version 3.9 und testet dann auch auf der Version 4. Wenn ihr ein richtig großes Verfahren anstrebt, eine große Komponente, fangt gleich auf der Version 4 an. Testet aber auf der Version 3.9. Die Joomla-Entwickler sind sich ja darüber im Klaren, dass die 3.9 und die 4 lange Zeit jetzt parallel bestehen werden und haben deshalb Maßnahmen ergriffen, dass diese beiden ihre Klassen mappen, sodass man das auf beiden Versionen einsetzen kann, wenn es sauber programmiert ist. Ja, vorausgesetzt, ihr habt jetzt diese lokale Installation und ihr möchtet programmieren, dann schaut ihr erstmal und vernetzt euch. Schaut mal, was das Netz zu bieten hat. Also gute Anlaufstellen sind auf jeden Fall das Joomla Forum und Clip. Entschuldige bitte, aber ich bin taub und kann keine Fragen verstehen. Also es ist besser, wenn du mich nachher fragst. Elisa, kann. Okay, danke. Ja, natürlich ist das international. Also es gibt ganz viele Foren und Anlaufstellen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jemand erstmal im deutschen Sprachraum sucht. Aber natürlich, stimmt natürlich. So, wir haben auch weitere Informationsquellen. Vor allem könnte ich nicht ohne Stack Overflow überleben. ich empfehle aber jedem, sich an offizielle Quellen zu halten. Wenn jemand zum Beispiel bei PHP irgendeine besondere Array-Funktion sucht, gibt es für alles massenhaft Tutorials. Im Zweifelsfall
sollte man aber auf das offizielle PHP-Manual zurückgreifen und dann eben notfalls vergleichen, was stimmt. Aber die offiziellen Quellen haben den aktuellen Stand. Ihr könnt wunderbare Tutorials finden von 2012, die ganz einleuchtend sind. Und es kann auch sein, dass die noch immer stimmen. Aber es kann auch sein, dass die Konstrukte bereits veraltet sind und deprecated sind. Dann solltet ihr den Code inspizieren. Also wir gehen jetzt darauf, also auf diese installierte lokale Erweiterung, Anwendung und schauen uns die Dateien selber an. Die Libraries enthalten alle Klassen für die API. Wir haben dann die Layouts, die das Aussehen bestimmen. Und überall gibt es Dokumentationsblöcke. Wenn ihr also wissen möchtet, was ein bestimmtes PHP-Konstrukt bedeutet, was die Parameter bedeuten, sucht nicht irgendwo in Tutorials rum. Ihr könnt in die API reinschauen, aber sicherer ist es, gleich in den Code reinzuschauen. Nehmt euch die Dateistruktur vor. In Libraries, Source, habt ihr die ganzen Klassen. Und in den Dokumentationsblöcken sind die Parameter genau beschrieben. Das ist die sicherste Quelle überhaupt. So, jetzt ist es oft nicht leicht, die richtige Klasse zu finden oder die richtige Methode zu finden. Und mit einem HTML-Editor seid ihr da einfach aufgeschmissen. Jedenfalls am Anfang, bis ihr den Code mehr oder weniger auswendig kennt. Dann braucht ihr eine integrierte Entwicklungsumgebung. Ich will da keine direkte Empfehlung aussprechen. Ein de facto Standard ist das PHP Storm. Das benutzen die meisten Joomla-Entwickler. Und da bekommt man auch Hilfe, zum Beispiel auf Clip, wenn man Fragen hat. Aber grundsätzlich gilt, dass ihr euch an eurer Gruppe orientiert. Wenn die Gruppe zum Beispiel Eclipse einsetzt oder NetBeans, dann macht das auch. Weil dann könnt ihr euch gegenseitig aushelfen. So eine Entwicklungsumgebung ist eine hochkomplexe Geschichte. Und ich werde nachher darauf ein bisschen eingehen, was sie alles kann. Aber zunächst mal wollte ich noch sagen, dass Joomla Entwurfsmustern arbeitet. Es ist nicht hundertprozentig umgesetzt, aber Entwurfsmuster ermöglichen es, auch in der Architektur, aufgrund bekannter und erprobter Vorgehensweisen, komplizierte Sachen zu erstellen. Ihr könnt keine Wolkenkratzer bauen, wenn nicht ein Entwurfsmuster dahinter steht. Da ist die Statik berechnet, da ist die Vorgehensweise klar. Wenn einer ohne Ahnung von Entwurfsmustern loslegt, dann bekommt er so eine Hütte wie hier. Jedenfalls ohne entsprechend viel Zeit einzusetzen. Die Entwurfsmuster in Joomla sollte man eben akzeptieren. Man braucht die nicht zu kennen. Genau. Man muss nur akzeptieren, dass Joomla nach bestimmten erprobten Vorgehensweisen arbeitet. Und die sollte man nicht zerstören. Wenn wir jetzt das alles überlegen, wir haben jetzt eine lokale Installation aufgebaut. Wir wissen jetzt, dass wir uns Informationen aus dem Netz holen können, einerseits. Und wir wissen andererseits, dass wir direkt in den Dateien nach genauen Informationen suchen können. Jetzt können wir anfangen. Und wenn ihr Gewissenserforschung betreibt, wenn ihr eine Extension entwickeln wollt, was macht ihr? Ihr kopiert. Richtig? Macht jeder. Und das ist auch erlaubt, das ist vollkommen normal, das ist ja Open Source. Aber es ist gefährlich, etwas zu kopieren, was man
nicht versteht. Wenn ihr also einen Codeabschnitt aus einem Tutorial oder aus Joomla direkt kopiert, dann schaut euch das so genau an, dass ihr genau wisst, was ihr kopiert habt. Das mag manchmal ziemlich viel Aufwand sein. Ich möchte nur mal die Tabellen im Backend anführen. Die kopiert jeder und ist klar, was soll man da auch von vorne anfangen. Man kopiert sich so ein Layout, es funktioniert, alles fertig. Aber dann hat man vielleicht an seiner eigenen Komponente eine Kleinigkeit anders gemacht. Und es funktioniert nicht mehr. Okay, das merkt man vielleicht gar nicht, weil man weiß ja, es funktioniert bei Joomla immer. Dann der Kunde sagt, ja, Moment, ich kann nach dieser Tabelle gar nicht sortieren. Und dann steht ihr da und wisst nicht, warum, wie diese Sortiererei in Joomla eigentlich funktioniert. Dann müsst ihr unter Umständen lange suchen, um das herauszufinden. Also wenn ihr was kopiert, kopiert immer nur kleine Portionen und versteht, was dahinter steckt. Was ich vorher schon angesprochen habe, man sollte, wie bei der Dokumentation, immer schauen, dass man nur aktuellen Code kopiert. Aus Joomla selber ist okay, aber die schönen, einfachen Tutorials im Netz stammen oft aus Joomla-mittelalterlichen Zeiten und sind nicht mehr zu verwenden. Das gilt vor allem für Extensions aus dem Joomla Directory. Ich muss jetzt ganz gleich von vornherein sagen, das ist mir wichtig. Ich sage nicht, dass alter Code schlechter Code ist. Es gibt in PHP oder in Programmiersprachen generell Konstrukte, die so global und so stabil sind, dass sie noch nach 20 Jahren genauso funktionieren wie heute. Nur wenn man jetzt was Neues anfängt, dann ist es besser, wenn man jetzt gleich einen neuen Stiefel nimmt, statt den alten zu flicken. Ja. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand eine Komponente aus dem Joomla Directory, die irgendwie aufgegeben wurde, übernehmen möchte, um sie wieder zu aktivieren, dann ist das ein sehr guter Plan. Aber man muss sich dann schon überlegen, lohnt sich's jetzt, den alten Code irgendwie zu reparieren und rumzufriemeln? Oder ist es nicht besser, gleich neu anzufangen? Da findet ihr Komponenten, die zum Beispiel noch Verzeichnisse Assets haben. Das heißt nicht, dass das nicht mehr funktioniert. Es ist nur so, dass es nach dem aktuellen Stand eben nicht mehr richtig ist, nicht mehr Standard ist. Ich kann aber hier kein Standardrezept geben, wie man alten Code erkennt. Da steckt schon viel Erfahrung dahinter. Aber sicher ist es immer, sich was direkt aus Joomla heraus zu kopieren oder aus den aktuellsten Tutorials. Ja, wenn wir jetzt anfangen, was zu programmieren, dann empfiehlt es sich als allererstes, das Error Reporting auf Development zu setzen. Wenn man das vergisst, passiert erstmal gar nichts. Aber wenn man das dann einschaltet, dann kommen plötzlich Notices und Warnings, wie aus dem Nichts. Und das heißt einfach, man hat vergessen, irgendeine Variable zu definieren. Das kommt in den besten Familien vor und ist nichts Tragisches. Aber genau dafür gibt es das Error Reporting. Also die erste Handlung, wenn ich etwas Neues anfange, Error Reporting einschalten. Wenn man jetzt eine integrierte Entwicklungsumgebung hat, dann überwacht die Variablen. Die kann zum Beispiel auch vergessene Variablen nennen. Ungenutzte Variablen erkennen.
Das ist völlig normal. Man definiert irgendwo eine Variable, arbeitet damit und stellt dann irgendwann fest, es geht auch einfacher. Dann bleibt eine Variable übrig. Richtet meistens keinen Schaden an, aber ist eben etwas Unsauberes. Der Code smells. Code smells. Und für solche Fälle gibt es auch einen Code Sniffer. Den gibt es für PHP. Und es gibt speziellen Code Sniffer für Joomla. Das ist eine Sammlung von Regeln. Also einfach eine, ja, einfach eine Datei mit Regeln, die ein Code erfüllen muss, damit er zum Beispiel auch im Joomla Extension Directory akzeptiert wird. Wenn man, man kann diese Regeln alle in seine Entwicklungsumgebung rein, in die integrierte Entwicklungsumgebung reinladen und sagt dann irgendwann, wenn man denkt, der Code ist fertig, Code Inspect, der Code Sniffer läuft drüber und sagt genau, da ist ein Leerzeichen zu viel, da ist eine Klammer nicht an der richtigen Stelle, da sind Spaces anstelle von Tabs. Also, wenn man das dann beherzigt, ist alles absolut Standard. Und ja, das sind eben jetzt meine Regeln, die ich mit meiner Codespoesie beherzigt haben möchte. Es lohnt sich, dass man sofort schönen Code schreibt. Ich habe ja gesagt, ich habe alle Fehler schon mal vor euch gemacht. Und ich habe auch den Fehler gemacht, erstmal Code einfach so zu schreiben und zu sagen, naja, Hauptsache es funktioniert, egal wie es aussieht, schön mache ich es später. Was dann passiert, das ist bei dem später schön machen, dass man irgendwo zum Beispiel eine Klammer übersieht beim Umbrechen. Und schon ist aus dem schönen Code einfach Schrott geworden und man kann suchen, wo das passiert ist. Also lohnt es sich am Anfang, die 20 Sekunden zu verwenden, den Code schön zu machen und sich hinterher 3 Stunden zu sparen. So ähnlich wie beim Wäscheaufhängen. Wenn ihr vorher schön glatt zieht, dann braucht ihr hinterher nicht mehr bügeln. Ein weiteres Thema, wo ich schon selbst ganz viele Fehler gemacht habe, sind Kommentare. Man soll relevante und sinnvolle Kommentare schreiben. Aber man muss diese Kommentare überwachen. Denn beim Copy-Paste passieren da grauenhafte Sachen. Dann steht am Ende, increase, ich setze die Variable i hoch und drunter steht i minus minus. Das passt, ihr kopiert, ja. Ich weiß, dass ihr kopiert, ich tue es auch. Aber bei Kommentaren ist es besonders schlimm, weil sich dort der Fehler nicht bemerkbar macht. So, jetzt gibt es Fehler, die alles nichts kaputt machen, aber einfach unschön sind. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, man sollte das Framework nicht irgendwie zerstören. In Joomla weiß ja, was zu tun ist. Es ist ein System, um HTML-Code zu erzeugen. Das ist der Zweck eines Content-Management-Systems. Also gehe ich nicht selber her und mache irgendwelche Klassen, die HTML-Code erzeugen, sondern ich benutze das, was Joomla schon bietet. Ein bekannter Fehler ist, dass man zu faul ist, um anständige Variablennamen zu schreiben. Ich habe vor kurzem erst eine Komponente eines Kollegen getestet und es stand da, Variable w, if Variable w ist größer Variable v. Ja, super. Wenn ich dann frage, ja, was ist w und v? Ja, das weiß ich nicht, da musst du in der Klasse so und so schauen. Das ist, stimmt schon, aber ihr werdet euren eigenen Code nach einem halben Jahr wieder lesen müssen.
Und dann werdet ihr nicht mehr wissen, was diese Variablen bedeuten. Jetzt, das nächste ist etwas, was auch Entwickler fast immer vergessen, schreiben eine neue Extension. Super. Und natürlich testen wir immer als Super-User. Das heißt, wir haben immer alle Rechte. Und genau das testen wir. Dann wird es eingesetzt. Und die neuen User haben vielleicht nur die Rechte eines Administrators. Ja, dann stimmen die Berechtigungen nicht, weil ich einfach vergessen habe, die zu testen. Bei mir geht immer alles. Oder die Deinstallation und Installation. Das ist jetzt eine sehr gute Übung, wenn ihr die Version 3.9 und die Version 4 parallel habt. Da entwickelt ihr auf der einen Seite, macht eine Installation auf der anderen Seite. Und da werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr irgendwelche Verzeichnisse falsch gesetzt habt, funktioniert das nicht mehr. Das sind lauter so Erfahrungswerte, die ich alle schon falsch gemacht habe, weil ich jedes Mal dann beim Einsatz Probleme hatte. Don't repeat yourself. Das sind auch so Copy-Paste-Fehler, die man als Anfänger gerne macht. Aber da kann ich eigentlich nur sagen, es gibt die Regel, wenn man ein Stück Code zweimal geschrieben hat, ist was faul. Da sollte man dann eine Funktion draus machen. Alle diese Regeln führen dazu, dass man schönen Code hat. So, eine weitere ganz wichtige Regel geht darum, dass man Code sicher macht. Dass sämtliche Sicherheitslücken in der Vergangenheit, fast sämtliches, kamen daher, dass an irgendwelchen Stellen eine Schadcode über unsichere Skripte eingefügt wurde. So. Jetzt bin ich mit der Reihenfolge auseinandergekommen. Ja. Für diese Sicherheit gibt es im Code 4 ein Mantra von 4 Begriffen. Casten, Quoten, Escapen und Filtern. Casten ist eine Typprüfung, genauso wie beim Film. Casting ist Typprüfung. Wenn ich ein Integer will, nehme ich keinen String. Wenn ich eine Kinderdarstellerin will, nehme ich keine Oma. Logisch. Quoten sind die Hochkomma um Datenbank-Einträge. Damit verhindert man, dass jemand in eine Datenbank fällt. Zum Beispiel ein Stückchen JavaScript einfügt. Beziehungsweise er kann schon einfügen, aber dann steht das eben in Hochkomma und bewirkt nichts. Escapen macht dasselbe bei der Ausgabe. Und man muss sich immer bewusst sein, in jedem Feld, in dem ein Benutzer was eingeben kann, kann er auch Schadcode eingeben. Es nützt nichts zu sagen, ja, wieso, hier soll ja nur die Breite vom Bild eingegeben werden. Natürlich. Aber was hindert den Benutzer dran, statt 400 Pixel eben irgendein Stück JavaScript einzugeben? Das könnt ihr nur damit verhindern, dass ihr einen Filter definiert, was in dem Feld angenommen wird. Und dass ihr verhindert, dass so ein Schadcode, der irgendwie reingekommen ist, auch ausgeführt wird. Ja, dann hatte ich schon gesagt, dass die integrierte Entwicklungsumgebung ganz viele Möglichkeiten bietet. Unter anderem auch einen X-Debug anzuschließen. Das ist ja für
die Navigation durch den Code teilweise unverzichtbar, am Anfang zumindest. Es ist aber nicht einfach. Man muss das üben, man muss das lernen. Es gibt hier auch Manuals, das ist eine alte und bewährte Sache. Das muss jeder selber installieren. Und kann dann, je nachdem, wie diese Entwicklungsumgebung gebaut ist, teilweise Schritt für Schritt Debugging machen. Mit diesem Schritt für Schritt Debugging kann man wahnsinnig werden. Das muss man also schon lernen, auch erstmal. Aber an so einem Haltepunkt genau die Belegung jeder einzelnen Variablen zu sehen. Das ist total nützlich und wichtig, wenn man einen Fehler sucht. Ich bevorzuge inzwischen, solange ich noch im Beruf war, habe ich über Echo Debugging einfach gelächelt, weil ich das unprofessionell fand. Aber inzwischen liebe ich das also. Denn wenn man wirklich weiß, was man tut und genau weiß, an welcher Stelle man was wissen will, dann geht das einfach viel schneller, als den Debugger anzuschmeißen. Und das ist, wenn ihr Dienstleister seid. Ihr dürft kein Produkt freigeben, von dem ihr denkt, dass ihr es beim Kunden noch debuggen müsst. Das ist einfach schlecht. Sondern ihr sollt jedes Produkt vor der Freigabe auf Herz und Nieren prüfen. Und zwar mit dem Debugging, das Joomla zur Verfügung stellt. Debug-Modus on ermöglicht euch, die Performance zu debuggen. Ihr bekommt da unten in eurem Fenster den Debug-Modus angezeigt. Das ist in Version 4.0 und das ist ganz versteckt, ganz versteckt. Das seht ihr da oben. Mal schauen, ob ich treffe. Da. Seht ihr in der Version ein winzig kleines Joomla-Icon und das öffnet dann dieses Debug-Fenster. Danach habe ich lange gesucht und habe sogar eine Kollegin, die mal ein Issue auf dem Issue-Tracker gemacht hat, dass der Debug-Modus nicht sichtbar ist. Ja, dieses Debuggen, das ist Debug-On, ist über ein Plugin einzustellen. Und dieses Plugin ist wichtig, denn damit kann man festlegen, das ist ein reiner Zeitfresser, dieses Debuggen. Ein echter Zeitfresser. Wenn ihr wirklich mal debuggen müsst auf einer produktiven Anwendung, dann soll das nur zum Beispiel beim Superuser eingeschaltet werden. Nicht bei allen. Wenn da 100 oder 200 Leute gleichzeitig aktiv sind und alle debuggen, dann ist es aus. So, ihr könnt auch, wenn ihr, und das ist jetzt so ein Geheimtipp eigentlich, wenn ihr bei einem Kunden direkt live am lebenden Objekt testen müsst, das auf eure eigene IP beschränken beim Echo-Debugging. Das heißt, ihr schreibt in den Code, ihr ermittelt eure eigene IP. Dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Schreibt in den Code eure IP und an dieser Stelle, wenn ihr selber mit eurer eigenen IP auf das Verfahren geht, könnt ihr mit Echo was ausgeben. Das ist eigentlich eine ganz gemeine Sache, aber ich habe damit auch schon manchmal arbeiten müssen. Die Performance ist auch so eine Sache. Solange ihr entwickelt und mit drei Datensätzen arbeitet, geht es immer schnell. Wenn ihr beim Kunden seid und habt plötzlich 300.000 Datensätze,
dann kann es anders ausschauen. Und dafür ist der Debug-Modus. Da seht ihr dann genau, wo die Zeit bleibt bei Datenbankzugriffen zum Beispiel. Früher hat man da bei PHP das Explain gemacht. Das Explain für ein SQL-Kommando. Das ist dasselbe. Ja, und dann kommt mein Lieblingsthema. Das ist das Git. Ich habe ja Softwareentwicklung zu einer Zeit angefangen, als ein Git, genau gesagt, ans Internet noch nicht zu denken war. Versionsverwaltung gab es aber damals auch schon. Nur hat man dann eben ja, eine Kopie mit dem Datum versehen und auf Diskette gespeichert oder sowas. Jetzt gibt's eben, wurde das immer weiter und weiter verfeinert. Und jetzt gibt es Git, dass diese ganzen Jahreswinge, die da bei der Entwicklung entstehen, aufzeichnet und verwaltbar macht. Die Versionsverwaltung beruht darauf, dass man das ganze System in ein Repo legt und auf diesem Repo dann jede einzelne Änderung nachvollzieht. Hat man was ein Stück fertig programmiert, macht man ein Commit, das heißt, man schmeißt das in die Versionsverwaltung. Für die Verwaltung dieser Versionen gibt es genauso wie für alles andere ganz verschiedene Tools im Netz. Was sich bewährt hat, das ist, dass man einfach in PHP Store zum Beispiel das integrierte Git verwendet. Ich verwende SourceTree. Ich finde das für mich eben gut. Was gern genommen wird, ist Git Kraken. Das ist dasselbe, nur etwas bunt und lustig. Und diese Verfahren zeigen einem, wie diese Branches gesteuert sind, wo sie zusammengeführt werden. Jede Änderung am Stamm macht man in einem eigenen Zweig. Und dann kann man diesen Zweig wieder in den Stamm hineinführen oder weitere Zweige erzeugen. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Genauso wie die IDE. Wenn eine integrierte Entwicklungsumgebung ist ein hochprofessionelles Werkzeug. Ja. Das ist wie das mit der Kamera da. Ich kann mir eine sauteure Digital-Spiegel-Dings-da-Kamera kaufen. Aber wenn ich nicht lerne, damit umzugehen, dann nehme ich besser mein Handy. Und so ist das mit der IDE auch. Ich kann es auch genauso wie einen HTML-Editor verwenden, aber es ist halt schade. Ja. Und der Vorteil an diesem Git ist, dass man das alles online auf GitHub übertragen kann. Als ich noch früher gearbeitet habe, hieß es, Leute, wenn es brennt, schafft alle Frauen und Schwangeren raus, schafft die Behinderten raus, nehmt die Disketten und rennt. Jetzt heißt es Git Commit, Git Push, Run. Also die Frauen und Schwangere muss man schon jedenfalls ist dann alles im Netz und ist gut aufgehoben. Und jedes Mal, wenn ich jetzt meinen PC crashe, das juckt mich fast nicht. Ich kaufe mir einen neuen und hole mir alles wieder aus dem Netz. So schaut es also aus. Ihr seht hier diese Zweige. Wenn man ein Stück Code fertig hat und übergeben will, dann schreibt man da eine Commit-Meldung dazu. Und hier ist es wichtig, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wie man diese Commit-Meldungen schreibt. Am Anfang habe ich immer dazu geschrieben, das war mir irgendwie peinlich, wenn ich einen Fehler korrigieren musste. Am Anfang habe ich immer dazu geschrieben, Small Fixes oder Housekeeping habe ich mir gerne verwendet. Aber jetzt habe ich gelernt, dass es richtig ist zu schreiben, Fix Notice in
irgendwas. So, und es ist auch ein Fehler, nicht häufig zu committen. Wenn man das Gefühl hat, ich müsste doch jetzt erst einen riesen Brocken fertig machen, bevor ich committe, dann schade ich mir selber. Denn das ist euch bestimmt schon passiert, ihr macht eine Änderung, arbeitet dran weiter, das hat funktioniert, das ist perfekt. Dann denkt ihr, ach, jetzt mache ich noch schnell diese Ausgabe noch dazu. Programmiert weiter und es geht nicht mehr. Ja, und dann kommt die Frage, ja, was zum Teufel habe ich jetzt eigentlich geändert? Das vermeidet man, wenn man jedes funktionierende Stück committet. Dann kann man das alles nachvollziehen, Schritt für Schritt. Und das ist einfach, ja, wundervoll. So, wenn ihr das jetzt alles beherzigt habt, also die Versionsverwaltung, die IDE, die lokale Installation, alle Schönheitsoperationen, das Code-Sniffing, dann könnt ihr ganz wundervolle Extensions programmieren. Und da wünsche ich euch jetzt viel Glück dazu. Dankeschön. So. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich kann Fragen nicht hören. Und wenn ihr Fragen habt, dann spricht mich einfach so direkt an. Da geht es dann besser.